Hallo, meine lieben Steinböcke, herzlich willkommen hier bei mir bei Soul Balance Tarot. Ich bin die Sani und heute schauen wir rein in euren Monat Dezember. Bitte bedenkt, es ist eine Kollektivlegung, geht schon los und spürt mal, ob sie für euch zutrifft. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Wenn nein, schaltet einfach aus und besucht ein anderes Video. So, wir starten schon mal rein mit einer Vorabüberschrift, die Schatzinsel. Ja, wow, welches Sternzeichen hatte denn genau diese Karte? War das der Löwe oder war das der Schütze? Schaut mal, vielleicht eine von dem anderen. Ah, jetzt habe ich sie wieder reingetan. Aber gut, nichts passiert ohne Grund. Genau, hab Selbstvertrauen. Geh voran. Ihr lieben Männer, ich freue mich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bitte bedenkt, ich lege aus der Sicht einer Frau. Seid so lieb und dreht's euch um. Wir starten mit eurem Dezember. Dein Hiersein hat einen Sinn. Ja, ich bin echt baff, weil diese zwei Karten kamen schon bei anderen Sternzeichen. Aber gut, wir schauen mal weiter. Also, die Schatzinsel. Hier geht es um die Neun der Kelche, Wunscherfüllung, glücklich sein, Dankbarkeit auf emotionaler Basis, sich dem Flow des Lebens hinzugeben. Hier möchtet ihr im Monat Dezember endlich bei euch ankommen, in eurer Stabilität, in eurer Fülle, in eurem Wohlstand, vielleicht auch im Beruf. Mir kommen hier ganz klar die Münzen rein. Wir schauen aber nachher mit dem Tarot weiter. Wir catchen jetzt erstmal die Überschrift. Wow, schaut mal. Und hier wird euch ein Ast der Kelche gereicht mit der Nummer 2 und der Yin-Karte. Yin steht ja für das göttlich-weibliche, für in den Fluss kommen, fließen lassen, ne? Wie die Schatzinsel. Viel Wasser, viel Gefühle, viel Emotionen. Öffne dich den neuen Möglichkeiten, die zu dir fließen möchten. Hier wird dir Chance und Potenzial auf einen Neuanfang gegeben im emotionalen Bereich. Dazu darfst du noch Ordnung schaffen oder hast vielleicht in der Vergangenheit schon Ordnung geschafft, denn die Nummer 21 spricht auch von Miste aus. Trenne dich von all dem, was dich von deinem Fokus abbringt, all das, was dir nicht mehr dienlich ist, darf hier nach Feng Shui sozusagen ausgemistet werden. Du machst Platz und Ordnung und schaffst Freiheit für neue Dinge und Möglichkeiten. Ja, hier hat sie ja schon rausgelunzt, hab Selbstvertrauen. Hier kommt der ein oder andere auch mit den Neuen der Kelchen oder Neuen der Münzen. Wir gucken mal, was nachher noch fällt. In die Selbstliebe, in den Selbstwert. Hier dürft ihr euch wieder mit absolutem Vertrauen eures Wertes bewusst werden. Ihr stärkt hier eure Ausstrahlung, eure Führungsqualität. Hier habt ihr Selbstvertrauen, Selbstwert, der hier wieder euch ermöglicht, die Gefühle, das Herz aufzumachen. Denn ihr habt Ordnung geschaffen mit Dingen, die ihr nicht mehr wollt, habt losgelassen oder seid im Monat Dezember dabei loszulassen. Seid ihr? Ich schmeiß mich weg. Es sind wirklich, also diese Karte kam, diese und diese. Brutal. Schaut wirklich mal die letzten vor eurem Sternzeichen hochgeladenen Sternzeichen an. Sei dir im Klaren über deinen Körper. Und auch mit der Karte Hab Selbstvertrauen hatten wir diese Kombination nämlich schon. Hier geht's drum, bist du die Königin der Stäbe, nimmst du dein Leben in die Hand, das Zepter deines Lebens sozusagen. Hier möchte sich jetzt für dich eine neue Chance und Potenzial auf emotionale Erfüllung bieten. Hier ist der Tipp der Karten. Öffne dich den schönen Dingen des Lebens. Du möchtest Richtung Wunscherfüllung, Richtung Schatzinsel. Hier darfst du mit dem Fluss des Lebens mit schwingen und schaut mal, was hier noch im Unterdeck ist, die Karte Drama. Und auch diese Karte war, glaube ich, bei dem Löwen oder bei dem Schützen. Wirklich, schaut es euch mal an. Vielleicht habt ihr Aszendent, Sonne, Mond, Venus da auch noch mit im Chart dabei. Ihr hattet hier in der Vergangenheit Dramen, Konflikte, Chaos, Stress. Hier mit der Quersumme 10 ist es das Schicksalsrad im Tarot. Hier möchte sich jetzt endlich für euch etwas zum Positiven weiterdrehen. Das Glücksrad dreht sich, ob ihr wollt oder nicht, denn das Universum hat einen Plan mit euch. Dein Hiersein hat einen Sinn. Ich darf sie gar nicht so weit weglegen. Wir nehmen die Karte einfach noch mit dazu. Du hast ein Anrecht auf Fülle. Schaut mal, die wollte auch noch mit raus. Dann nehmen wir sie, denn ihr kommt hier aus dem Drama, aus dem Konflikt. Habt euch losgelöst und möchtet jetzt hier, ne, in eure Schatzinsel, in eure Fülle
Und ich schaue mal, wo ich sie hinschiebe, dass ihr auch alles sehen könnt. Und schon wieder haben wir mehr Überschriftskarten als geplant. Eigentlich möchte ich immer nur zwei. Aber gut, wir nehmen es so, wie es kommt. Denn auch hier Ordnung schaffen und die Chance des Lebens, die Möglichkeit auf Chance, Potenzial und Wachstum nehmen wir an. So, ihr Lieben, wir starten mit dem Tarot. Und zwar meine Karten, auch die, ne, wollen mittlerweile gesehen, gehört werden. Auch hier die 9 der Kelche. Es geht um Selbstliebe, Selbsterfüllung, Wunscherfüllung, Dankbarkeit, Glückseligkeit in Emotionen und, ne, auch die Nummer 11, Gerechtigkeit, Karma. Hier dürft ihr jetzt die geernteten Samen in der Vergangenheit ernten. Hier möchte sich etwas ausgleichen, etwas in Gleichgewicht kommen. Ihr kommt hier wieder zurück in euer Vertrauen, in eure Selbststärke. Ihr habt erkannt, euer Hiersein hat einen Sinn und ihr habt ein Anrecht auf Fülle. Ja, ihr Lieben, die Karten wollen am Anfang immer eine Geschichte erzählen. Ich catch grob die Energien und nachher schauen wir in den Dezember rein mit einem keltischen Kreuz. Schaut mal, die Farbgebung. Hier, ihr seid in eure Kraft und Stärke gekommen, kommt im Dezember in eure Kraft und Stärke. Hier hat der ein oder andere mit Menschen zu tun gehabt, die einen immer wieder herausgefordert haben. Ihr habt hier mit Sanftheit und Sanftmut den wilden Löwen gezähmt. Ihr habt erkannt mit dem Bube der Stäbe, wohin ihr wollt, für was eure Seele brennt. Hier geht es um Angebote, Neuanfänge aus Leidenschaft. Vielleicht auch, ne, bezogen auf eine Beziehung, nehmt ihr hier die ein oder andere Möglichkeit unter die Lupe, weil wir auch das Ast der Kelche haben. Oder aber ihr folgt jetzt eurem Seelenplan und schaut, was euer inneres Seelenfeuer sozusagen zum Brennen bringt. Hier seid ihr neugierig. Ihr dürft vielleicht auch abenteuerlustige Nachrichten erhalten oder aufregende, leidenschaftliche Nachrichten. Denn ihr seid hier in der Energie der Hohen Priesterin. Ihr habt zu euch gefunden, zu eurer Intuition. Ihr habt euch wieder geöffnet den Emotionen und den Gefühlen. Ihr habt hier tiefes Wissen in euch verborgen. Auch seid ihr geheimnisvoll, spirituell angebunden, charismatisch, ausdrucksstark. Die Hohe Priesterin ist verbunden mit dem Universum. Ihr habt wieder hier in eure Kraft und Stärke gefunden und habt mit den 6 der Stäben Anerkennung und Wertschätzung verdient. Ihr habt den ersten Teilerfolg nach Hause gefahren, werdet vielleicht hier schon erobert von dem einen oder anderen. Oder habt einen Durchbruch im Beruflichen, dürft hier schon gesehen und wertgeschätzt werden und habt hier schon Erfolg. Denn mit den 8 der Stäben geht es hier auch vielleicht ganz schnell um Liebesnachrichten. Oder aber ihr wollt hier ganz schnell aus einer Situation rauskommen, die euch nicht mehr dienlich ist. Ihr habt hier euer Hab und Gut zusammengepackt und habt euch entschieden, Richtung 2 der Kelche zu laufen. Ihr wart eine Zeit lang erfüllt, habt jetzt Ordnung geschafft und habt ausgemistet, wo wollt ihr hin, was erfüllt euch wirklich, was befriedigt euch im Innersten eures tiefen Herzens sozusagen, für was blubbert euer Kelch über, denn ihr wollt jetzt hier rein in die Energie des König der Münzen, der steht für Loyalität, Treue, Zuverlässigkeit, Bodenständigkeit, Stabilität und Sicherheit. Der hat auch dieses Haus der 10 der Münzen hinter sich, ne? Der hat schon einen gewissen Wohlstand erarbeitet. Ihr habt hier hart an euch gearbeitet oder es kommen schneller als gedacht Menschen in euer Feld, die sich schon einen relativen Wohlstand hart erarbeitet haben. Auch der König der Münzen kann für einen Partner stehen, der jetzt in euer Feld kommt oder Partnerin. Der ist sehr bodenständig, sehr ehrlich, sehr geerdet, sehr fundamental, bietet Stabilität und Sicherheit, weil ihr auch zu eurer Leidenschaft gefunden habt. So, wir schauen mal. Wo kommt ihr her? Aus dem Rückzug mit den 4 der Schwertern. Ihr habt euch hier eine Pause genommen in der Vergangenheit. Für den einen oder anderen auch war der Vollmond wichtig. Hier ging es um mal durchschnaufen, Meditation, Yoga, Gedankenklärung. Ihr habt hier mit den 3 der Stäben eine neue Reise angetreten, in eine neue Entwicklung, in eine neue Erfahrung. Denn ihr habt Ordnung geschafft und habt Situationen verlassen. Und hier ist sie, schaut mal. Ihr habt hier Situationen verlassen, vielleicht zwischen einem Neumond und Vollmond. Habt ihr Menschen und Situationen verlassen, die euch nicht mehr aus vollem Herzen glücklich gemacht haben? Denn ihr habt hier, wie wir es hier oben schon wahrgenommen haben, das Zepter als Königin der Stäbe in die Hand genommen, seid in euren Erfolg, in euren Selbstwert gekommen, geht jetzt wieder mit Selbstvertrauen voran, denn ihr habt ganz klar ein Ziel, ein Fokus. Ihr geht hier mit Mut, Kraft, Willensstärke und Neugier auf
in ein neues Leben, rein in die Erfüllung. Denn ihr habt hier erkannt, ihr habt ein Anrecht auf Fülle. Auch euer Hiersein hat einen Sinn, wenn ihr nämlich eurem Seelenplan, eurer Berufung folgen könnt und all das machen und leben dürft, für was euer Innerstes aus Leidenschaft brennt. So, ihr Lieben, da bekomme ich das Stopp rein. Wir starten mit eurem keltischen Kreuz. Lasst uns mal schauen, was darf die Message für euch sein. Die Schatzinsel kriegt gleich einen neuen Platz. Aber erst schauen wir, dass wir alles unterbekommen. Gucken wir mal, könnt ihr alles sehen? Vielleicht so, ne? Eine Chance und Potenzial auf neue Möglichkeiten Richtung Schatzinsel, weil ihr Ordnung geschafft habt oder spätestens im Monat Dezember Ordnung schaffen werdet, denn ihr habt erkannt und seid euch bewusst über euch, über euren Wert, über euren Körper, über eure Ausstrahlung, über euren Wohlstand, Finanzen und wo ihr hin wollt. So, ihr Lieben, jetzt haben wir doch Platz. Wir starten mit der unterliegenden Energie. Wow! Also wirklich, gell? Ich glaube ja, ihr lieben Steinböcke, für den einen oder anderen geht es hier im Monat Dezember um die Liebe. Und wenn es nicht hauptsächlich bezogen auf die Liebe ist, dann geht es hier um alles, was euch emotional glücklich macht. Alles, was euch tief im Inneren absolut erfüllt, befriedigt, euch ein Gefühl von Freude und Glück gibt. All das, wo euer Herz quasi aus voller Inbrunst Ja schreit. Hier geht es um neue Angebote, neue Chancen und das Potenzial, was euch hier gereicht oder geschenkt wird in Richtung emotionale Stabilität, emotionale Wunscherfüllung. Wow, ne? Nichts anderes haben wir hier. Was habe ich gesagt? Seht ihr das? Ast der Kelche und hier ist es auch, das Yin-Kelchen. Wow, I love it. Hier, ihr habt Ordnung geschafft, ihr schafft Ordnung, ihr habt erkannt, wo ihr hin wollt, ihr habt hier lange Zeit abgewogen, wart hin und her gerissen, konntet euch nicht entscheiden, bis hier plötzlich ein Turmoment eingetreten ist, etwas ist hier komplett zusammengebrochen. Deswegen, weil hier wieder eine neue Struktur aufgebaut werden darf, hier darf jetzt Licht in das alte Dunkel gebracht werden, hier knackst eine harte Walnussschale auf, ihr wart lang genug im Multitasking, in dem ständigen Hin und Her gefangen, hier haben wir sie nochmal, schaut mal, die Gerechtigkeit, denn hier kommt jetzt Karma zum Tragen, zum Wirken, hier wird die Waagschale für euch gestellt, denn ihr habt hier in der Vergangenheit Illusionen und Verwirrungen nachgejagt, habt aber jetzt hier erkannt, welcher Kelch, ne, mit den zwei Kelchen und dem Ast der Kelche hier, welcher Kelch erfüllt euch, ihr geht raus aus dem Gefühlschaos und nehmt endlich das Brett vorm Kopf weg, denn ihr startet hier spätestens im Monat Dezember oder aber auch schon beginnend in der Vergangenheit, vielleicht im November, komplett in Leichtigkeit neu. Und schaut mal, wow, hier die 10 der Kelche in absoluter Wunscherfüllung. Wow, und jetzt lassen wir die Karten mal gut sein. So, ich bin ja jetzt schon baff eigentlich, ne? Bomben-Message jetzt schon. Wir starten mit den Karten. Eure Hauptenergie im Monat Dezember, ihr lieben Steinböcke. Ja, die Abhängigkeiten. Was ist denn da los? Seid ihr noch gefangen in Abhängigkeiten oder geht es hier um eine ganz starke Anziehungskraft? Der Teufel spricht von Süchten, Sucht, von haben wollen um jeden Preis, aber im Positiven auch um eine leidenschaftliche Anziehung. Mit dem Teufel kann es auch um ungesunde Menschen gehen, um ungesunde Verhaltensweisen, ne? Vielleicht zu viel Schokolade, zu viel Alkohol oder zu viel Arbeit. Hier dürft ihr jetzt noch Ordnung schaffen mit der Nummer 21 und dürft euch ganz klar trennen von Sachen und Situationen, die euch nicht mehr dienlich sind. Hier mit den 9 der Münzen ist der Tipp der Karten, komm in deinen Selbstwert rein, in deine Erntezeit sozusagen. Und wir klären noch eine Karte. Ja genau, ihr steckt also hier noch fest in Gedanken, in dem Teufelskreis sozusagen. Vielleicht hält der ein oder andere noch an alten Strukturen und Werten fest, denn die 4 der Münzen stehen ja für Festhalten, Kontrolle, ne, Verlustangst, Kontrollzwang. Hier aber auch, weil sie auf dem Kopf sind, ist der Hinweis der Karten, übt euch in Dankbarkeit, lasst die immer wiederkehrenden Gedanken los, bezogen auf alles, was das Schlechte vielleicht jetzt noch ist oder in der Vergangenheit war. Hier geht es darum, sich abzuwenden.
zu lösen, abzunabeln, Ordnung zu schaffen. Ihr habt ein Recht auf Fülle und da fällt die Karte schon. Und jetzt nehmen wir sie, weil eben hat sie auch schon rausgelunzt. Ja, und der Herrscher, schaut mal, Herrscherin und Herrscher. Also wie gesagt, wenn ihr auf die Liebe schaut im Monat Dezember, ist hier ganz viel Potenzial für ein neues Gegenüber. Denn ihr, wenn es schafft, hier im Monat Dezember aus den limitierenden Glaubenssätzen auszutreten, aus den immer wiederkehrenden negativen Gedanken bezogen auf emotionale Abhängigkeit, auf alles, was ungesund ist, ne, auf Völlerei. Hier ist wichtig, Maß zu halten. Hier geht es auch um Abhängigkeiten, vielleicht im Finanziellen, im Beruflichen, im Irdischen. Hier möchtet ihr irgendwas um jeden Preis haben und glaubt in Gedanken, ihr steckt fest. Aber hier dürft ihr Ordnung schaffen, dieses Loslösen und in eure Herrscherkraft sozusagen kommen. Denn hier mit den vergangen gemachten Erfahrungen seid ihr in die Energie der Herrscherin gekommen. Hier geht es um Harmonie und Frieden. Denn die Herrscherin entscheidet sich ganz bewusst, wo steckt sie ihre Energie rein. Ja, ihr habt hier ein Anrecht auf Fülle. Wenn ihr es schafft, Ordnung zu schaffen, dann wird euch hier Chance und Potenzial auf eine neue emotionale Erfüllung geboten. Habt Selbstvertrauen als die Königin der Stäbe. Nehmt euer Zepter des Lebens in die Hand. Seid euch eurer Wirkung bewusst und hört auf, euch immer wieder in wiederkehrenden negativen Gedanken und Glaubensmustern, Verhaltensweisen einzulullen. Sozusagen hier durchbrecht ihr als Herrscherin das immer wieder Feststecken in Gedanken. So, wir schauen mal, was blockiert denn die Heranreifung zur Herrscherin? Die Welt. Aha, hier möchte für euch eine neue Welt starten. Was bedarf es natürlich? Schaut euch gerne mal das 11.11 Seelenpartner-Portal-Reading an und auch die vorangegangene Wochenbotschaft. Hier bedarf es natürlich erstmal, dass die Tür zu Vergangenen geschlossen wird, dass hier Ordnung geschafft wird mit Altem, was euch nicht mehr dienlich ist, was euch hier nicht mehr erfüllt. Hier dürft ihr loslassen, denn eine neue Welt möchte sich für euch zeigen. Aber damit sich eine neue Welt öffnen kann, muss auch das Alte oder darf das Alte auch geschlossen werden. So, wir schauen mal auf euren Fokus. Was beschäftigt euch denn in Gedanken? Die Nichtleichtigkeit sozusagen. Die drei der Kelche stehen ja für Freunde, für soziale Kontakte, für Umfeld, für Grund zum Feiern. Hoch die Tassen, es gibt hier einen Grund zum Anstoßen. Vielleicht beschäftigt sich der ein oder andere eben noch, ne, feststeckend in den emotionalen Abhängigkeiten und ihr schafft es nicht, euren Fokus auf die Leichtigkeit zu setzen. Hier ist der Tipp der Karten, scharfe Ordnung, freue dich an den kleinen Dingen, treffe dich doch mit Freunden, bringe Leichtigkeit in dein Leben. Ne? Auch der Bube der Stäbe, der schaut ja nach neuen Möglichkeiten in Aufregung, in Leidenschaft. Vielleicht möchtest du hier den Fokus aus der Negativität in das Positive wenden, dich mit Leichtigkeit, mit Freunden treffen, um in deine Herrscherkraft zu kommen. Ja, hier darfst du auf das Universum vertrauen. Die möchten dir da oben Botschaften schicken. Du bekommst vielleicht Synchronizitäten gezeigt mit verschiedenen Zahlencodes. Vielleicht träumst du auch in der Nacht. Hier ging es vielleicht auch darum, dass ihr in der Vergangenheit mit Menschen zu tun gehabt habt, die sehr traditionsbewusst, sehr orientiert nach Routine, Ritualen und Werten waren, nach außen hin zumindest. Hier war aber mit dieser Person keine Leichtigkeit, kein Grund zum Feiern mehr da. Hier ging es vielleicht für den einen oder anderen auch um eine Dreiecksbeziehung. Ne? Wenn die drei der Kelche auf dem Kopf liegen, dann heißt es auch ganz gerne mal, dass es hier um eine Dreierkonstellation gab, die ihr vielleicht mit den acht der Kelchen jetzt verlassen dürft oder verlassen habt, denn ihr seid euch bewusst, dass euch das jetzt nicht mehr glücklich macht. Ihr wollt aber in die absolute Wunscherfüllung, dürft hierzu auf die Botschaften des Universums vertrauen. Ihr habt hier ein Anrecht auf Fülle, ihr dürft manifestieren. Wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Hier dürft ihr in Leichtigkeit gehen, wenn ihr Menschen und Situationen loslasst, für die ihr nur eine Option wart, wo ihr mit den zwei der Münzen immer abgewogen habt. Seid ihr gut genug? Seid ihr es wert? Wenn ihr es schafft, hier im Monat Dezember aus dem Teufelskreislauf, den immer wiederkehrenden Gedanken auszubrechen, in eure Herrscherkraft zurückkommt, euch gut um euch kümmert. Ne? Die Herrscherin ist auch eine Mutter, die sich stabil um die Projekte kümmert und diese auch nährt, um sie langfristig in wie sagt man, ertragreiche
Ziele oder Ernte sozusagen zu bringen, dann kann hier für euch eine neue Welt starten. Dazu darf aber erst die Vergangenheit losgelassen werden. Denn hier mit den drei der Stäben seid ihr auf der Reise, wenn es schon in Gedanken ist, wollt ihr eine Situation verlassen, die euch nicht mehr dienlich ist. Zumindest geht ihr hier in die Aktion, in die Bewegung. Ihr strebt hier nach einer Erfahrung, nach neuen Möglichkeiten und einer neuen Entwicklung. Ihr Lieben, wir schauen mal rein, was beschäftigt euch unterbewusst? Die Sonne. Im Unterbewussten sehnt ihr euch nach Wärme, Energie, Power, Glückseligkeit, Sorgenfreiheit. Hier mit der Sonne geht es um die größte Glückskarte im Tarot, im Unterbewusstsein als Basis begleitet euch hier im Monat Dezember das Glück. Ihr seid geschützt und geführt, vertraut auf euren Optimismus, ne? Du hast ein Anrecht auf Fülle, dein Hiersein hat einen Sinn, wenn du wieder in deine Kraft und in deine Stärke und in deine Power und Energie zurückfindest. So, was kommt denn aus der Vergangenheit mit rein in den Dezember? Ja, der Perspektivenwechsel, ne? Der Gehängte. Hier habt ihr Erkenntnisse bekommen, werdet Erkenntnisse bekommen. Hier bekommt ihr Erleuchtungen. Eine lange Zeit versucht ihr schon, hier Ordnung in euer Chaos reinzubringen. Versucht die Möglichkeiten zu sehen, die euch hier geboten werden. Überlegt, welcher Kelch ist für euch gedacht. Schafft ihr es, die Illusionen und Verwirrungen loszulassen und Ordnung zu schaffen? Denn der Gehängte steht auch ganz klar für einen Perspektivenwechsel. Das heißt, auch als große Arcana-Karte, wie die Welt, wie die Sonne, legt ihr hier eine knallharte Lernaufgabe hin. Ihr dürft hier die Perspektive wechseln, weil eine neue Welt möchte sich dir zeigen, wenn du dir deiner Kraft und Stärke bewusst wirst, das Zepter deines Lebens in die Hand nimmst, Ordnung schaffst und Richtung Wunscherfüllung voranschreitest. So, was kommt in naher Zukunft auf euch zu? Wow, schaut mal, die Liebenden. Und ich hoffe, das Licht reicht noch, weil es wird schon wieder dunkel. Die Liebenden, ihr Lieben, also alle die, wo auf die Liebe schauen, auf euch kommt die Liebe zu. Schaut ihr auf neutralem Boden sozusagen zu, dann geht es hier um alles, was euch aus tiefstem Herzen erfüllt. Hier mit den Liebenden geht es um eine Entscheidung, wozu euer Herz komplett Ja sagt. Die Liebenden ist auch eine große Arcana-Karte, steht auch für die Zwillinge. Vielleicht darf der ein oder andere noch einen Blick in die Zwillingslegung reinwerfen. Vielleicht habt ihr in Zukunft mit einem Zwilling zu tun oder ihr seid noch im Aszendenten Zwilling. Hier, die Liebenden, geht es in naher Zukunft darum, um Herzenswünsche, dass sich erfüllen und zu allem, dass ihr zu allem Ja sagt, was euer Herz tief im Inneren glücklich macht. Das ist doch schon mal super, wenn ihr es schafft, die toxischen Muster loszulassen. So, jetzt wird es aber ganz schön dunkel. Ich schaffe es noch. Eure Energie bezogen auf das Feststecken in Gedanken und das Loslösen der Abhängigkeiten. Ja, hier möchtet ihr in die Königin der Kelche kommen, beziehungsweise seid die Königin der Kelche, die ist sehr gefühlvoll, sehr empathisch, die weiß eigentlich sehr genau, was sie glücklich macht, was sie erfüllt, was sie braucht, damit sie emotional erfüllt ist. Manchmal ist sie ein bisschen wankelmütig, sie ist noch nicht ganz klar in ihrer Entscheidungsfindung. Das heißt, hier geht es darum, schau mal hin, was macht dich wirklich glücklich, was brauchst du noch auf emotionaler Ebene, damit du dich hier auch in den Fluss des Lebens hingeben kannst und deine Pflanzen und Samen nähren und wässern kannst, damit du hier langfristig gesehen auf Erfolg und Ernte aus bist. So, was kommt von außen auf euch zu? Die Neun der Kelche, jawohl, eure Selbstliebe, eure Wunscherfüllung, eure Glückseligkeit. Das heißt, schafft ihr es hier, die Gedanken immer wieder zu bearbeiten, beiseite zu schieben, das Toxische loszulassen, seid ihr euch eurer Führungsqualitäten als Herrscherin hier bewusst, dann kommt ihr hier in eure Selbstliebe, in euren Selbstwert, in eure Wunscherfüllung, in eure, ja, wie soll man sagen, das ist die glückliche Single-Karte auch, das heißt, hier sorgt ihr gut für euch, dass ihr erstmal in euch selber emotional stabil und erfüllt und gefüllt seid. So, eure Hoffnungen, Wünsche und Ängste. Die Vier der Stäbe. Ihr wollt hier in hohe Zeiten starten, ne? Richtung Schatzinsel, Richtung Wunscherfüllung. Hier geht es wieder um das 11.11. Seelenpartner-Portal-Reading, auch um die Hochzeitskarte. Vielleicht wollt ihr hier Richtung Verlobung schippern. Ihr wollt hier vielleicht langfristig in eine Ehe
reinstarten. Ihr möchtet auch mit der Zahl 4 Stabilität und Sicherheit. Auch ist das die Seelenpartnerschaftskarte. Das heißt hier, eure Hoffnung ist, Stabilität und Sicherheit zu finden in erster Linie in euch selber und dann vielleicht mit neuen Menschen, zu denen ihr aus vollem Herzen Ja sagt. Wow, ihr Lieben, wie entwickelt sich denn die Situation im Dezember weiter? Ah, die 2 der Stäbe. Hier geht es um eine neue Möglichkeit, eine neue Richtung, die ihr einschlagt. Ihr schaut hier schon in eine neue Zukunft und die Stäbe stehen ja für das Feuerelement, für all das, was euch innerlich zum Brennen bringt, was euch leidenschaftlich interessiert. Hier nochmal mit der Zahl 4 braucht ihr vielleicht nochmal im Monat Dezember, nachdem ihr euch von gewissen Sachen verabschiedet habt, die euch nicht mehr dienlich sind, in eure Selbsterfüllung und Selbstwert gekommen seid, vielleicht hier auch ganz schön viel gefeiert habt mit den 4 der Stäben, braucht ihr ein bisschen Pause, ein bisschen Rückzug, um einen ganz klaren neuen Weg zu entscheiden. Oder aber mir kommt hier ganz krass rein, dass sich der ein oder andere zu Silvester entscheiden möchte, in eine neue Zukunft zu starten. Ihr schaut hier, wo geht euer Weg lang, in welche Richtung möchtet ihr starten? Weil ihr erkannt habt, eine neue Welt wartet auf euch. Ihr dürft hier zu allem Ja sagen, was euch tief im Inneren erfüllt. Hier dürft ihr mit den 8 der Münzen noch ein bisschen weiter an euch arbeiten. Bitte nicht zu früh aufgeben. Die 8 der Münzen sagen, bleibe am Ball, schaue, was dich emotional alles glücklich macht und erfüllt, für was du brennst, was du noch brauchst, damit dein Kelch voll ist und gefüllt wird. Hier genau leider mit den 7 der Münzen kann es noch ein bisschen sich um Geduld hier handeln. Wo legen wir sie denn hin? Na, noch ein bisschen Geduld. Du hast den Samen schon in die Erde gesteckt. Ein Baum wächst jetzt auch nicht von jetzt auf sofort. Ne? Hier wird dir Chance und Potenzial auf neue Wunscherfüllung geboten. Habe ein bisschen Geduld. Hierzu darfst du noch alle Illusionen der Vergangenheit und belastenden Situationen loslassen. Denn der Mond steht für auch Anziehungskraft, auch für Leidenschaft, für ne, Spiritualität, Unterbewusstes sozusagen, aber auch für Schattenthemen. Hier habe noch ein bisschen Geduld, schaue dir deine Schattenthemen noch an, damit du in die volle Wunscherfüllung und Selbstliebe bei dir selber angekommen sein kannst. Denn der Eremit spricht hier auch von, nimm wie die 4 der Schwerter, nimm dir Zeit für eine Innenschau, für den Rückzug, für eine Pause, die vielleicht für dich nach dem Monat Dezember notwendig ist, damit du nochmal Kraft sammeln kannst, um deinen Weg und Fokus klar hinterher zu gehen. Quasi, du möchtest hier in eine neue Zukunft und darfst nach neuem streben, nämlich nach absoluter Erfüllung. Wow, ihr habt hier echt Chance und Potenzial auf neue Möglichkeiten, auf Erkenntnisse, auf eine neue Welt. Die Herausforderung ist, öffnest du dich aus vollem Herzen für eine neue Welt, Richtung Fülle, Richtung neuen Horizont, neuen Möglichkeiten. Nimm dir ruhig eine Auszeit, entscheide weise, welchen Weg schlägst du ein. Du möchtest hier in Stabilität und Sicherheit, in Selbstliebe und deinem Selbstwert ankommen. Ihr Lieben, ich möchte jetzt noch eine Krafttierkarte für euch, die euch im Monat Dezember begleitet. Und da haben wir sie schon. Wow, schaut mal, das Eichhörnchen. Glaube an dich. Wow, und am Unterdeck den Igel, nein, das Stachelschwein. Wahre den Anfängergeist, den Nah haben wir vorhin gesehen, ja, wo es darum geht, starte hier in Leichtigkeit neu durch, ohne Ballast aus der Vergangenheit. Folge deinem neuen Weg mit den 2 der Stäben, deiner neuen Zielführung, deiner neuen Richtung, rein in die Herrscherkraft, die Herrscherin oder der Herrscher deines Lebens zu werden. Dann, genau, wow, schaut mal, und die Königin der Stäbe steht ja auch für die Unabhängigkeit. Dann kommst du in deine Unabhängigkeit. Liebe und Leidenschaft dürfen pure Lebenslust sein. Das legen wir doch glatt mal unter die Liebenden. Schafft ihr es, hier euch loszulösen, für eine neue Welt aufzumachen, bereit zu machen, voranzugehen in Selbstvertrauen, dann habt ihr ein Anrecht hier auf Fülle, auf Liebe, bedingungslose Liebe, Liebe auf bezogene Projekte, Situationen, Menschen, neue Menschen. Wenn ihr ganz klar hier euch nochmal zurückzieht und schaut, was bietet euch Stabilität und Sicherheit und Verbundenheit. Fühle die Verbundenheit mit allem. Jawohl, die Welt, ne? Ein Zyklus schließt sich, ein Zyklus möchte neu anfangen. Die Verbundenheit aus Liebe, mit Liebe zu allem,
Du ziehst an, was du siehst, sozusagen mit den 7 der Münzen. Schaffst du es, in deine Unabhängigkeit zu kommen, dann erwartet dich hier großes Glück mit der Sonne, Wärme, Energie, Sorgenfreiheit, Stabilität und Sicherheit. Und ganz wichtig, auch die Nummer 12, schaut mal, der Gehängte hat auch die 12. Glaube an dich, dass du auf dem richtigen Weg bist in deine Unabhängigkeit. Wow, ihr lieben Steinböcke, was für eine Legung. Ich bin gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr es schafft oder geschafft habt, Ordnung zu schaffen, ob ihr eurem inneren emotionalen Glück sozusagen folgt und bereit seid für eine neue Welt. Habt Selbstvertrauen, glaubt an euch, ihr seid wunderbar, wertvoll, besonders werdet ihr auch über die Kraft und die Ausstrahlung deines Körpers bewusst, denn dein Hiersein hat mit dem Eremiten auch einen Sinn. Du wirst hier zu einem weisen Lehrer aufgrund deiner gemachten Erfahrungen der Vergangenheit, weil du hier vielleicht noch Schattenthemen heilst oder geheilt hast und jetzt hier in deine Selbstliebe kommst oder gekommen bist. Nämlich mit den Federstäben gibt es dann Grund zu feiern, zur Freude. Auch für den einen oder anderen wartet langfristig gesehen hier eine Hochzeit, eine Verlobung. Ihr schippert hier rein in eine neue Zukunft. Ihr Lieben, so lasse ich das für euch stehen. Die Schatzinsel ist auf dem Weg zu euch, wenn ihr euch einer neuen Welt öffnet. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, falls wir uns vorher nicht mehr in einem Video sehen. Habt eine mega tolle Zeit, öffnet euch für die vielen Chancen und Möglichkeiten, zu dem euer Herz hier und ja schreit. Ihr habt es in der Hand, die Tür zu Altem zuzuschlagen und zu Neuem zu öffnen. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, freue mich auf das nächste Video mit euch. Abonniert gern den Kanal, dann sehen wir uns schneller wieder als gedacht. Und ich sage bis dahin und ganz bald. Ciao, ciao, eure Sunny.